Liebe Freunde des Friedens, mein Name ist Nicole Hammer von Wissensgeist TV und das ist meine Friedensbotschaft. In der heutigen Zeit, in der weltweite Unsicherheit und Konflikte herrschen, ist es umso wichtiger, sich für den Frieden einzusetzen. Doch müssen wir uns langsam Gedanken machen, warum werden an Universitäten keine Friedensforscher wie Daniele Ganser oder Friedensaktivisten wie Alec Gagnier zugelassen? Schleicht sich die Gesinnungspolitik in die Schweiz ein, begleitet von Repression und politischer Verfolgung? Wir müssen die Gründe hinterfragen, warum einem engagierten Friedensaktivisten wie Alec Gagnier die Teilnahme an einem Vortrag verwehrt wird, während politische Persönlichkeiten mit fragwürdigen Ansichten eingeladen werden. Warum werden renommierte Friedensforscher wie Daniele Ganser nicht als Dozenten anerkannt, um über Frieden und Konflikte zu sprechen? Wo bleibt da die Neutralität und Objektivität in der Diskussion über wichtige internationale Themen? Wir dürfen nicht schweigen, wenn die freie Meinungsäußerung und grundlegende demokratische Prinzipien verletzt werden. Die Ideen von Denkern wie Hannah Arendt und George Orwell und Julian Assange mahnen uns zur Wachsamkeit und zum Schutz unserer demokratischen Werte. Wie können wir selbst zum Frieden beitragen? Frieden beginnt damit, den anderen zu verstehen, ihm zu verzeihen und in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Aber packen wir auch die heißen Eisen an und fragen uns, was ist da eigentlich los mit Markus Söder, Bayerns Ministerpräsidenten? Ist er ein Kriegshetzer oder stellt er sich nur so dar? Würde er auch seine eigenen Kinder in den Krieg schicken, während er selbst im Luxus schwelgt, oder steckt mehr dahinter? Beim Besuch des Taurus-Herstellers MBDA drängt er darauf, Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, und dann wirft er auch noch dem Bundeskanzler Scholz Bockbeinigkeit vor, weil der sich gegen eine Taurus-Lieferung an die Ukraine ausspricht und die Gefahr erkennt. Da gibt es doch einiges zu hinterfragen, nicht wahr? Die große Frage ist, würde Markus Söder sich selbst in den Krieg begeben oder lieber bequem von der Seitenlinie aus entscheiden, wer in die Schlacht ziehen muss? Es ist unbestreitbar, dass er entschieden für den Einsatz dieser Waffen plädiert. Er macht das ja ganz öffentlich mit folgendem Wortlaut: Diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Taurus, das hier produziert wird, ist die abschreckendste Waffe für Verteidigungsfähigkeit, die es in Deutschland gibt. Deutschland habe eine moralische Verpflichtung, aber auch ein eigenes Interesse, der Ukraine zu helfen, sagte Söder in Schrobenhausen am 5. März 2024. Doch sollten wir politische Führer unterstützen, die den Krieg befürworten, während sie selbst in Sicherheit sind? Lasst uns wachsam bleiben. Es liegt an uns, sicherzustellen, dass unsere Führungskräfte im Sinne des Friedens und des Lebens handeln. George Orwell war ein entschiedener Gegner von Hitlers Ideologie und warnte bereits früh vor den Gefahren des Faschismus. Seine Werke wie Animal Farm und 1984 spiegeln seinen Kampf für Freiheit und gegen Unterdrückung wider. Orwell war zutiefst besorgt über die Zerstörungskraft des Krieges und betonte die Bedeutung des Friedens. Er appellierte an die Menschheit, Konflikte friedlich zu lösen und für eine Welt einzustehen, die auf Respekt und Gerechtigkeit basiert. Seine Botschaft für Frieden und Humanismus bleibt zeitlos und inspiriert uns alle
uns für eine Welt einzusetzen, in der Gewalt und Konflikte überwunden werden können. George Orwell bleibt eine wichtige Stimme für Frieden und Harmonie in einer turbulenten Welt. Hannah Arendt, eine Denkerin und Philosophin, die uns mit ihren Ideen über Politik, Macht und Moral noch heute inspiriert. Was lernen wir von ihr? Erstens, Frieden. Arendt zeigt uns, dass Frieden aktive Bemühungen erfordert. Nicht nur das Fehlen von Konflikten, sondern ein Engagement für Gerechtigkeit und Dialog. Zweitens, Ungehorsam. Hannah Arendt ermutigt zum zivilen Ungehorsam gegen Ungerechtigkeiten. Es geht darum, sich aktiv gegen Unrecht zu stellen und für das Gute einzutreten. Und schließlich das berühmte Zitat: Niemand hat das Recht zu gehorchen. Eine starke Erinnerung daran, dass wir kritisch denken und nicht blind gehorchen sollten. Jeder trägt die Verantwortung, sich für das Richtige einzusetzen. Seid inspiriert, seid mutig. Lasst uns gemeinsam die Welt positiv gestalten und für Frieden, Gerechtigkeit und Moral eintreten. Hannah Arendt zeigt uns den Weg. Im Geiste von Wahrheit und Gerechtigkeit gesellt sich auch die Stimme von Julian Assange zu denjenigen, die gegen Unterdrückung und für Frieden kämpfen. Als Gründer von WikiLeaks hat er mutig Enthüllungen über Regierungsgeheimnisse und Menschenrechtsverletzungen in die Welt gebracht. Ein Akt des Widerstands gegen die Dunkelheit der Geheimhaltung und Manipulation. Julian Assange steht exemplarisch für die Herausforderungen, mit denen Friedensaktivisten konfrontiert sind, wenn sie die Wahrheit ans Licht bringen und die Mächtigen zur Rechenschaft ziehen. Seine Verfolgung und Inhaftierung sind Symbole für die Gefahren, die jene drohen, die sich für die Freiheit der Information und gegen Krieg und Unterdrückung einsetzen. Es ist an der Zeit, dass wir uns solidarisch mit Julian Assange und anderen mutigen Aktivisten zeigen, die ihr Leben riskieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ihre Opfer und ihr Einsatz erinnern uns daran, dass der Kampf für Frieden und Gerechtigkeit oft ein Kampf gegen die Strukturen der Macht und des Schweigens ist. Wir müssen uns gemeinsam erheben, um politische Unterdrückung und Repression zu bekämpfen, sei es gegen Friedensaktivisten wie Julian Assange oder gegen jeden, der sich für eine gerechtere und friedliche Welt einsetzt. Lasst uns ihre Stimmen gedenken, ihre Taten würdigen und uns vereinen, um die Vision von Frieden und Freiheit zu verwirklichen, für die sie ihr Leben riskiert haben. Der Ruf nach Frieden ist lauter denn je. Frieden ist nicht nur das Fehlen von Krieg, es ist eine Kraft, die aus dem Mitgefühl und der Liebe entspringt. Wir müssen uns fragen, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Würden jene, die zur Waffe greifen, dies auch tun, wenn es um ihre eigenen Liebsten ginge? Lasst uns zusammenstehen, um eine Welt des Dialogs, der Versöhnung und der Liebe zu schaffen. Möge unser Handeln stets von Mitgefühl geleitet sein, denn in einer Welt, die so sehr nach Liebe schreit, können wir nicht schweigen. Wir sind alle Hüter des Friedens. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft aufbauen. Bleibt kritisch. Bleibt informiert und lasst euch nicht täuschen. Frieden, Freiheit und Fülle wünsche ich euch. Danke fürs Zusehen. Nicole Hammer von Wissensgeist TV. Danke.